14. Wie alt ist man denn mit 14? Wie denkst du über Social Media? Da fragen die, glaube ich, immer so, weiß ich nicht, Streamer und sowas. Wer ist illegal auch mal da? Obwohl, momentan habe ich echt wenig Zeit, muss ich sagen. Haben wahrscheinlich eh nicht nachgefragt, perfekt. Social Media, Fluch oder Segen? Gutes Videochat, glaube ich. Gefällt mir das Thema. Wie lange bist du am Tag auf Insta? Warte, kann ich dir beantworten? Steht das nicht irgendwo? Ah, ich glaube, ich habe es ausgestellt. Aber ich würde sagen, eine Stunde, anderthalb, ist schon viel, aber ich arbeite ja heute auch über Insta, ne? Ich beantworte eure Nachrichten und sowas. Und, weiß nicht, mach Stories und keine Ahnung. Also über Insta, das ist nicht wie bei anderen, bei den normalen, sondern Social Media Leute oder Influencer-mäßig arbeiten halt auch darüber, ne? Das darf man nicht vergessen. Gut gestoppt, dankeschön. Nein, ehrliche Antwort, Fluch und Segen. Glaubst du, großer Fluch, Social Media? Okay, wir gucken uns das an. Nein, ehrliche Antwort, Fluch und Segen zugleich. Wie drehe ich Kindern am besten irgendwelchen Schrott an, damit sie ihr Taschengeld für mich ausgeben? Ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen und den Kanal zu abonnieren, um keines der kommenden Videos zu verpassen. Der Chat ist so angenehm gerade. Digga, ich mag meinen Chat generell sehr doll, ne? Ist sehr cool, sehr entspannt. Ist mir letztens schon aufgefallen. Dankeschön. Cooler Chat, Freunde, coole Streams in letzter Zeit. Danke für den Support und jeden Einzelnen, der hier am Start ist. 15.000 Zuschauer um 0.08 Uhr unter der Woche. Kurs geht raus. Heute Chat lesen 8 von 10. Ich gucke echt gut den Chat an. Hi. 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 Ja, hi. Ja, nice. Wie denkst du über Social Media? Ich gebe jetzt auch meine Meinung immer. Was ist denn das für eine Frage? Wie ich über Social Media denke, ich sag euch ehrlich, gibt übelste krasse Vorteile, wie zum Beispiel, dass man so up-to-date ist in Sachen News, so mäßig, finde ich persönlich. Früher hat man, glaube ich, nicht so viel mitbekommen, aber genau deswegen ist da vielleicht auch so die Gefahr, dass man die ganze Zeit am Handy hockt und auch sehr viel Müll in sich aufnimmt. Ne? Es gibt auch so viel Scheiße, die man leider, wieder stark gestoppt, die man dann mitbekommt, aber gibt auch gute und schlechte Seiten. So kannst du so pauschal, glaube ich, nicht sagen. Also, ja. Boah, Social Media kann sehr anstrengend sein und auch sehr süchtig machen. Ich finde es voll krass, Digga. Er hat rote Haare und richtig blaue Augen. Wie selten ist denn das? Dass du selber das Bewusstsein darüber entwickelst oder vielleicht auch hast, mal das Handy wegzulegen oder aus Social Media rauszutreten und das Real Life genießt, ist für mich als Streamer genauso wichtig wie für dich. Social Media gibt uns einfach eine Plattform heutzutage, auf der wir uns selber verwirklichen können, so sein können, wie wir sind. Man muss sie natürlich mit Vorsicht genießen, aber an sich finde ich sie gut. Blessing und ein Gift gleichzeitig, glaube ich. Wie man mit Social Media umgeht, muss man lernen. Und das Problem ist, weil... Rothaarige haben meistens blaue Augen. Echt? Ja, haben die das bisher gekonnt haben oder Eltern, müssen wir uns das selbst beibringen. Theoretisch hat man dort eine ganz große Bücherei voller Wissen, was wir an uns aneignen können und sehr viel Inspiration sammeln können. Aber es hat auch genau die ganzen Schattenseiten. Wirklich Cybermobbing, Druck, Vergleichen. Na. Und das ist... Das muss man lernen, den Umgang damit. Ich mag Social Media sehr. Ich arbeite auf Social Media, aber ich finde, es sollte alles authentisch und realitätsnah sein. Dass man nicht übertreibt mit Filtern und vor allem nicht übertreibt mit, wie drehe ich Kindern am besten irgendwelchen Schrott an, damit sie ihr Taschengeld für mich ausgeben. Kleine Kritik hinten dran. Und es ist auch viel, viel, viel toxischer. Toxische Atmosphäre in Social Media unterwegs, deswegen eigentlich am besten so wenig Social Media konsumieren wie möglich. Weil je mehr man konsumiert, umso mehr tut man sich selber mental nicht gut und... Weiß ich nicht, Digga. Schadet sich einfach nur selber in sehr, sehr vielen Hinsichten. Fluch und Segen zugleich ist ein astreiner Zeitvertreib. Man kann Leute von der ganzen Welt kennenlernen quasi, aber es raubt auch viel Zeit, Nerven, Energie. Und ich glaube, das Selbstbewusstsein leidet sehr darunter. Klar, finde ich gut. Es unterhält mich halt natürlich auch, ne? Also keine Frage. Es ist für mich ein Unterhaltungsmedium und halt auch Plattform für mich, kreativ auszuleben. Ich finde... Digga, das kannst du gar nicht so beantworten. Das ist... Wie soll ich euch das sagen, Digga? Damit gibt es übelste Nachteile, aber auch krasse Vorteile so. Das ist eine geile Sache, um sich kreativ auszuleben, um sich zum Beispiel damit auch selbstständig zu machen, was vielleicht früher alles gar nicht ging. Schnelle Kommunikation. Es ist nicht schwarz und weiß, es ist eine graue Geschichte. Es gibt gute Sachen und schlechte Sachen. Sehr gut. Ich finde, Social Media hat die Welt verändert. Jedem Menschen die Chance, etwas aus seinem Leben zu machen. Kreativ zu sein, flexibel zu sein,
überall, von überall zu arbeiten. Also es zieht mich nicht runter, wenn ich auf Social Media bin. Und logischerweise, ich verdiene meine Kohle mit Social Media. Also an sich ist es eine super Sache. Ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Generell habe ich auch das Gefühl, dass Mobbing in letzter Zeit oder seit es Social Media so groß gibt. Das stimmt, Digga. Wahrscheinlich sehr am Status, ne? Digga. Mobbing in Social Media ist so eklig, also Mobbing ist generell eklig, aber in Social Media ist es auch nochmal eklig, weil dich jeder Vollidiot beleidigen kann und anonym bleiben kann. Es dauert ein paar Minuten, um dich einen Fake-Account zu machen und dann kannst du den anderen da draußen so richtig heftige Nachrichten schreiben und du weißt einfach nicht, von wem das ist. Und wenn das so auf Dauer ist, dann macht es einen, glaube ich, schon fertig. Halt auch viel mehr geworden ist, gerade bei so Influencern merkt man das natürlich, wie da der Hate halt immer mehr wird. Social Media harms your mental health. Ich finde, man sollte darauf achten, also man sollte wissen, dass Social Media... Wirst du beleidigt? Ja, aber nicht so viel. Also geht. Bei mir ist es noch relativ wenig, muss ich sagen. Ich habe eigentlich eine Community, die mich sehr doll mag und mich sehr unterstützt. Aber natürlich gibt es bei mir, wie bei jedem anderen, auch Hater. Die beleidigen mich dann und sind fast immer Fake-Accounts, fast jedes Mal immer. Media einfach fake ist und jeder nur das zeigt, was er zeigen möchte. An sich eine feine Sache. Man bleibt mit allen Leuten in Kontakt, aber stellt auch einige Probleme da, dieses perfekte Bild und so. Das sind deshalb Leute anzeigen? Nee. Viele Menschen nehmen Social Media viel zu ernst und das ist deren Leben geworden. Aber manchmal wird es ein bisschen... Ja, Digga, da muss ich jetzt kurz wieder zwischenhaken bei der jungen Dame hier. Social Media ist mein Leben, weil das ja auch mein Job ist. So, was soll ich dir erzählen? Wenn ich jetzt komplett auf Social Media scheißen würde, dann hätte das alles gar keine Zukunft. Nehmen Social Media viel zu ernst und das ist deren Leben geworden. Aber manchmal wird ein bisschen zu viel Wert drauf gelegt. Und ich finde, wir sollten eigentlich alle ein bisschen mehr in der realen Welt leben. Ich liebe Social Media. Ich bin schon seit Anfang an dabei. Vielen Dank für den Restart. 2013 Instagram und seitdem nutze ich das jeden Tag, genauso wie TikTok und die anderen Plattformen. Also ich glaube, das ist so ein Ding. Man wird ja getimeoutet, wenn man gegen dich was sagt, deswegen hörst du nicht. Nee. Insta, ich rede von Insta. Insta ist die Plattform, Freunde, wo am meisten bei mir auch so abgeht. So darüber kommuniziere ich ja mit euch eigentlich. Da sage ich, wann die Streams online gehen, was ich so am Tag mache und sowas. Das wird halt alles auf Insta kommuniziert. Und ihr könnt übrigens mal ein Like da lassen. Und das ist der Grund, warum auch so viele Leute da so gechillt einfach beleidigen und so. Das ist halt sehr einfach auf Insta. Aber du kannst die blockieren, das mache ich dann auch immer. Ja, aber mehr kannst du da nicht machen. In einer Generation, dass wir uns da sehr gern auch mal drin verlieren. Klar, man kriegt schon oft doofe Nachrichten, aber ich glaube, all in all ist das... Boah, ich will auch gar nicht wissen, was so viele weibliche Influencerinnen für Nachrichten bekommen, die halt dann, sage ich mal, ein bisschen freizügiger unterwegs sind. Was da teilweise abgeht, das muss ja auch schlimm sein. Eine coole, gute Sache, die halt auch zu viel coolen, guten genutzt werden kann. Oder halt auch nicht freizügig unterwegs sind, aber ich glaube, da ist es nochmal ein bisschen heftiger. Mit ein paar Bildern rumschicken, wir wissen das alle. Die Treue ist ein bisschen auszublenden. Wie viel Zeit verbringst du am Tag auf Social Media? Ja, fast die ganze Zeit, würde ich sagen. Aber das ist bei mir normal. Eine Stunde, schätzen. Stunde bis zwei, je nachdem, was ich am Tag vorhabe. Wenn man mal viel Zeit hat, dann hängt man ein bisschen mehr am Handy und versucht sich dann immer ein bisschen rauszuholen. Aber man verliert auch gerne mal die Zeit darin. Zu lang. Meine Bildschirmzeit kann schon mal bei 10 Stunden sein. Uff, viel. Ja, also ich habe eine Bildschirmzeit von 8 Stunden, aber es... ist auch meine Arbeit, also Tattoo-Sachen dort zu bewerben und so. Pro Tag, wie lange benutze ich das? Oh, man benutzt es nicht, gerade habe ich es mal nicht in der Hand, mein Handy. Also ich würde sagen, schon 3-4 Stunden leider. Boah, ich glaube, nur am Handy so 6-7 Stunden am Tag. Und ich sitze halt viel im Büro vor dem Computer, also sagen wir mal 8 Stunden am Tag. Ja, aber musst du machen. Dass dann irgendwie auch mein Beruf ist so. Und alles dazu zählt, 4-5 Stunden, wie ich auf Plattform bin, wie ich Streams konsumiere. Wenn ich jetzt aber selbst streame, benutze ich irgendwie auch Social Media. Ist ja. Ja, schwierig. Puh. Wenn ich heute streame, Digga, wenn du einen Stream machst, bist du sofort, was soll ich euch erzählen? Eine ehrliche Antwort, viel zu viel. Also ich glaube, meine Bildschirmzeit hat mal angezeigt, irgendwas mit die 6,5 Stunden. Das ist schon viel. Aber ja, ich bin halt auch Konsument. Boah, naja, okay. Also ich glaube so am Tag, lass mich nicht lügen, also wenn es wirklich sehr schlechte Tage sind, 6 Stunden, 6-5 Stunden, 5-6. Auf meiner Bildschirmzeit steht 5 Stunden, das ist so das Mindeste. Ich arbeite damit, ich bin da drauf, jeden Tag, checke auch privat natürlich. Das mit der Lampe, das mit der Lampe morgen. Würde ich sagen, Kelvin. 5 Stunden pro Tag. An Streamtagen, an 2 vielleicht mehr. Ungefähr oder ankommt. Stunden.
bis 2 Stunden. Also meine Bildschirmzeit sagt so zwischen 6 und 8 Stunden. Ist definitiv wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber jetzt gerade in der Corona-Zeit hat man halt einfach wenig, woran man sich erfreuen kann. Und da fängt Social Media einen immer schon ganz gut an. Babus, danke für dein Sub. Flip ist eigentlich auf 5 Stunden dran. Das schon, wenn noch ein Stream dazu kommt, schon sehr viel. Glaubst du, dass Social Media einen positiven oder negativen Einfluss auf die Psyche hat? Beides, hä? Wenn du, folgendes Beispiel, du postest ein Bild und alle schreiben, oh, du siehst voll gut aus, da, weiß ich nicht, deine Schuhe sind voll cool da oder deine Haare sehen gut aus oder bist sympathisch, du wirkst voll sympathisch oder du kannst voll gut kochen, egal was, Digga, du kriegst Komplimente halt, ne? Also nicht mal oberflächlich, rein von den Aussehen, sondern auch sowas wie, du postest, keine Ahnung, Digga, du malst und postest ein Bild von einem Elefanten. Weil du einen Elefanten gemalt hast in deine Story und darauf schreiben dann alle, oh, du kannst voll gut malen. Das ist dann positiv für die Psyche. Du fühlst dich nett behandelt. Aber du kannst es auch genau umgekehrt, wenn du da einen Elefanten hinmalst und dann schreiben alle, was ist das, du kannst nicht zeichnen, du Scheißknecht, dann geht es vielleicht auf die Psyche negativ. Das sind scheiß Fragen, finde ich. Also viel zu oberflächlich. Die müssten viel mehr reingehen in die Materie. Definitiv negativ. Man setzt sich selber so sehr unter Druck und man bekommt von allen Seiten immer wieder zu sehen, wie ja, stimmt, was sie sagt, aber auch positiv. Sonst perfekt manche nicht Leben sind oder wie perfekt manche ihr Leben darstellen, obwohl es nicht ist. Und man denkt dann immer, mein Leben ist nicht so und ich hätte gerne so ein Leben, obwohl die das posten, selbst kein perfektes Leben haben und auch ihre Probleme haben. Und das kann oft zu Problemen führen. Ja, ich denke, es gibt TV gleich. Dankeschön. Es gibt gute Seiten an Social Media. Das ist immer unterschiedlich. Also für mich persönlich hat sich sehr positiv ausgewirkt, weil ich halt was beruflich machen kann und ist halt übelste Liebe. Ich muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel mir einmal im Monat oder zweimal im Monat mir einen Tag nehme, an dem ich Detox mache, wo ich mein Handy meistens komplett weglege oder wir fahren an einen Ort, wo kein Internet ist, zum Chillen. Und es tut immer gut. Ich würde eher behaupten, dass es sich im Grunde sehr negativ auswirken kann. Und das Positive, was man durch Social Media erfährt, das muss man versuchen, selber dem Sinn des Social Media Seins zu geben. Das heißt, das Positive packst du vermutlich, hoffentlich von dir selbst rein. Aber schwierig, eher negativ. Social Media tut sich negativ auf die Psyche auswirken. Also es kann einen gut ficken. Ich glaube, das ist ein... Ich habe ein bisschen Sorgen um den Mann, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Auswirken. Also es kann einen gut ficken. Bin ich der Einzige, der so irgendwie so... Ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn man da unterwegs ist und es konsumiert, ist es okay. Wenn man aber selber nutzt und sagt, okay, man lässt sich da viel beeinflussen, dann kann das auch ganz, ganz schnell negativ werden. Ich sage immer so, die Dosis macht das Gift. Kann man so pauschal nicht sagen. Ist ein Mittelding, definitiv. Bei dem einen negativ, bei dem anderen positiv. Ja, bei dem einen vielleicht an Tag A positiv, aber an Tag B schon wieder negativ. Ja. Das kommt auch gute wieder Aussage auf den Umgang mit Social Media an. Ich würde aber prinzipiell sagen, dass es wahrscheinlich negativ auswirkt. Also, dass man wahrscheinlich in den 80ern psychisch, sozial sich ganz anders entwickelt hat als heutzutage. Schwierige Frage. Ich glaube, das ist auch altersabhängig. Ich denke ja, dass es gerade Jüngeren ordentlich Druck versetzt, weil man immer diesem Ideal hinterher. Also schick mir nochmal die Liste. Man ist auch selbst dabei, aber man versucht sich auch einzureden, dass es einfach drissegal sein muss. Und lebe dein Leben, wie du dich wohlfühlst und lass dich nicht von irgendwelchen Filtern blenden. Ja, das Video war okay. Das Video war okay. Hab mich jetzt nicht komplett abgeholt, sag ich euch ehrlich. Everything has changed. Every day.